Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Channel. Und zwar zu The Town of Light. Es ist mal wieder ein Horrorspiel und stammt von einem italienischen Entwicklerstudio. Und das Ganze spielt in einer Nerven-Heilanstalt. Und das kennt man ja schon aus diversen Horrorspielen. Weswegen ich ziemlich gespannt bin, wie The Town of Light das aufgreift und umsetzen kann. Und vorneweg, es gab eine Demo, die schon ein bisschen länger her ist, und da habe ich ungefähr 30 Minuten gespielt und ich kann mich aber kaum an was erinnern. Also eigentlich weiß ich gar nichts mehr. Gut, dann lasst uns mal starten. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und einer weitreichenden Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt des Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein. Daher ist es ausschließlich für Erwachsene geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung künstlerisch frei dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keinerlei Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos um fachärztliche Hilfe bitten. Volterra, 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Please wait. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Und ich glaube, man kennt die Synchronstimme und man erkennt sie, glaube ich, auch. Gut. Eins weiß ich noch. Wir können auf dem Spielplatz spielen. Ist das nicht cool? Das ist doch cool. Hui. Aber ich will weiter hoch. Naja, gut. War nicht so toll. Achso, ich muss anschubsen. Schneller, 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 schneller. Oh Gott, ruckelt der Stuhl. Wuhu. Yay! Achso. Nein, 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 ich will noch nicht zurück. Nein, ich will rutschen. Lasst mich rutschen. Bitte. Ja. Wuhu! Yay! Und schaukel mich auch noch. Hui. Das Coole ist, dass man mit den, Tasten mitschwingen muss. Ups, weil man sonst abbremst. Boah, ist das Quietschen nervig. Okay. Reicht wieder. Sonst bricht sie zusammen, glaube ich. Darf ich jetzt raus? Hallo? Danke. Ich weiß noch, dass ich früher immer abgesprungen bin. Das ging hier leider nicht. Die darf ich nicht. Die sehen auch jetzt nicht mehr so schön aus. Das sieht ein bisschen morsch aus. Die würden wahrscheinlich wirklich zusammenbrechen. Öffnen, schließen, benutzen. Wuhu!
Wow. Die brauche ich hier auch wirklich. Unbedingt. Ich habe fast nichts gesehen ohne die Taschenlampe. Okay, Wein. Und sieht aus wie Bierflaschen. Ohne Etikett. Da hinten flimmert eine Textur. Entschuldigung. Game Connection European Games Booster. Excellence in Story and Storytelling. Okay. Aha. Nicht schlecht. So. Kann ich da irgendwas spielen? Play. Wieso kann ich nicht? Ich will. Hauptsache Zigaretten. Il fumo oxide. Oxide. Teria. Was haben wir hier? Game Connection Development. Ah, Game Connection Development Awards Excellence in Story and Storytelling. Komischerweise haben sie die gleiche Objektpräferenz, was Preise angeht. Klamotten, Kisten, eine Schaufel. Ich bin höflich und schließe die Tür wieder hinter mir. Kann ich es doch wieder. Nein, wenn ich es nicht wieder absperren kann, dann mache ich es einfach nur zu. Das gehört sich so. Wenn ihr da hinten mal auf das Orangene achtet, das bewegt sich doch komisch, oder? Strom. Wer schläft denn hier unten? Was ist das denn für ein Klo? Gänseblümchen. Oder sind das schwebende Margariten? Die bewegen sich sehr komisch. Klettern über den Boden. Aber sonst sieht es ja wirklich total schön aus. Echt. Lob an die Entwickler. Dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Ja, zur Zusammenfassung. Ja. Wenn man hinschaut, sind sie da. Wenn man nicht hinschaut, sind sie nicht da. Wenn man hinschaut, sind sie da. Wenn man nicht hinschaut, sind sie nicht da. Okay, den Text kennen wir. Keine Erinnerung. Kein Dokument. Okay. Hallo, ich bin zu Hause. Okay. Entschuldigung. Ich geh wieder. Wow, hat es gerade geruckelt? Darf ich jetzt rein? Hallo? Hallo? Mach die Türen auf. Oh, mach doch mal die Fenster hier auf.
Was auch immer da liegt, ich möchte es, glaube ich, nicht wissen. Kann ich da irgendwas? Ah, hier. Eine Schere, eine rostige Schere. Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Einlieferung. Pantaloni. Das waren doch Schuhe. Hosen. Also Hose meine ich. Telegramm. Volterra den Podesta an den Bürgermeister. Bitte eventuelle Familienangehörige von Tod benachrichtigen, damit sie Beerdigung übernehmen. Sonst Leichnam nach Pisa zu Forschungszwecken. Direktor S. Direttore. Ja, okay. Reicht wieder. Hä? Da war auch was. Hier. Okay. Volterra. Eine Münze. Kann man die Schublade eigentlich nicht öffnen? Okay. Das ist ein sehr seltener. Was ist zur Hölle? Arma. Okay. Dokument über Patientenentlassung. Dokument über Patientenwiederaufnahme. Das kann man nicht nehmen. Okay. Meldung über Patiententod. Juliana Lina. Hä? Okay. Ein kaputter Bilderrahmen. Wer hängt sich denn bitte ein Bild von einer Tafel auf, wo niemand dran sitzt? Nationale faschistische Vereinigung zum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Du bist hier. Okay, wir sind hier. Da waren wir drin. Strom. Okay. Schön. Weil hier geht ja, glaube ich, auch nicht das Licht, ne? Ja. Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich... Was? Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Aber hier waren wir noch nicht drin. Haben scheinbar auch nichts verpasst. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Nee. Boah. Das ist was, an was ich mich noch erinnern kann. An Charlotte. Oder an Charlotte will man sich nicht erinnern. Vielleicht sollten wir einfach wieder gehen. Dann mache ich halt den Strom an. Was ist das denn? Können wir eigentlich rennen? Schleichen? Schleichen? Nö. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Hä? Geh weg. So. Ich will hier rein. Ich hätte in die erste Reihe. So ein schlechter Service hier. Ist das nicht das Bild? Also von dem Einzimmer? Hä? Hier war ich einfach gar nicht drin. Was ist das? Ist das ein kaputter Rollstuhl? Ich mag keine Rollstühle.
Darf ich raus? Nein. Nein, nein. Sie friert. Ist allein. Suchen wir sie. Okay, Pan. Wenn du das sagst. Es ist sehr irritierend, ihre Stimme in meinem Spiel zu hören. Also bis jetzt macht sie es sehr gut, aber es ist trotzdem sehr irritierend. Was bewegst du dich, Rad? Was zur Hölle? Okay. Polizeimeldung über Patienteneinlieferung. 590, 500, 2D. Ich weiß nicht, was das für eine Zahl sein sollte. 5139. Okay. Können wir das angucken? Schick. Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Es tut mir leid, Pan, aber ich kann gerade nicht. Ew. Ich weiß noch, dass hier eklige Bilder hingen, aber so schlimm? Waren die nicht irgendwie netter? Zur Hölle ist das, was da rauskommt? Das sieht aus wie Federn oder Katzenschwänze. Schlimmer ist, es leckt hier auch noch. Das wurde jetzt nicht wirklich hier gemacht, oder? Okay. Ich geh wieder. Mag hier nicht sein. Und macht jetzt mal die Fenster auf hier. René möchte sie nicht verlassen. Wer ist René? Sind wir René? Wenn wir René sind und von uns selbst in der dritten Person reden, wird das langsam echt ein bisschen komisch. René mag das nicht. Nein. Es tut mir sehr leid. Aber die Puppe möchte ich noch nicht. Habe ich das Licht ausgemacht? Ach, das Licht geht gar nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum die ganzen Fenster zu sind. Ich meine, da wird ja gar keiner gesund mit so schlechter Luft. Okay, da möchte ich nicht rein. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, doch. Meine Orientierung ist sehr gut. Wirklich, sehr gut. Ich möchte dich nicht. Ja, das hatten wir schon. Ja, Musik, das ist mir egal, was du für Geräusche machst. Ah, auch hier wieder die berühmt-berüchtigten Terrier. Für das bellende Vergnügen. Noch am Auge. Hä? Was zur Hölle? Sieht aus wie eine Puppe. Okay. Ich möchte das nicht mehr angucken. Ein Hammer. Das war doch so ein Reflextest-Hammer, oder? Tintura di Cantaridi Estratto Fluido di Vischio Bianco Estratto Fluido di Grindelia. Ich glaube, ich... Olio di... Giusciamo? Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, was das alles ist. Gut, dass sie Spanisch hat und kein Italienisch. Okay.
Kann ich den Schlüssel mit... Hä, da war gerade was. Ich hab's genau gesehen. Ach, jetzt plötzlich geht eine Rechtsschublade auf. Aha. Da, nimm deine blöde Charlotte. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Warum sollte es verboten Charlotte sein? Charlotte ist brav. Okay, jetzt hat es mir schon beantwortet. Er will nicht. Nicht Charlotte. Ach, wir sammeln das, was sie sagt, dann auch hier. Er will nicht. Nein, in Land des Lichtes. Er will nicht. Wer? Warm. Wir müssen es einer Puppe warm machen. Ins Feuer werfen? Charlotte friert. Lass uns einen warmen Platz für sie finden. Er wird wütend werden. Er wird sicher wütend werden.